Okay, das ist dieser Riesenstrauß, ne? Da ist die Kaja-Jägerin. Mit einer Utaru, tatsächlich. Und sie sind nicht allein. Schön im Nahkampf, wie sich das gehört. Siehst du das, Milo? Du musst auf eine Chance warten. Willst du mitjagen? Du machst dich doch nicht aus dem Staub, oder? Abgetrennt! Problem ist, ich habe nichts zum Heilen. Ohne Heilung ist das eine sehr gute Idee, in einen Kampf zu gehen. Oh, Heilung. Ach, lass du deinen Flügel mal unten. Hä? Junge. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Komm. Mein Gott, das dauert auch lange, bis der Vogel tot ist. Aua. Komm schon. Von einem Actionkampf in den nächsten. Das war nicht ganz so der Plan, aber okay. Fuck. Ist das hier ein Gewusel? Du auch. Komm hier rüber.
liegt hier viel Zeug. Boah, ich hatte hier überall Pfeile hingeworfen. Überall. Kapsel. Ein paar Heilbeeren. Ein Bein. Was haben wir denn hier Feines? Werde ich bald brauchen können. Heilende Beeren, Faserwurz. Gut. Sonnen hallo. Habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rotschlons. Die Retterin von Meridian. Milo ist meine neue Drossel. Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge. Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amadis. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Dieser Mann, den du suchst, ist er noch ein Jäger der Loge? Er würde es hassen, das zu hören. Lange Geschichte, aber er war ein Adliger. Wir trafen uns in der Wildnis. Ich war schwer verwundet. Er heilte mich. Dann half er mir, die Maschinen zu stoppen, die ein Dorf in der Nähe bedrohten. Danach, trennten wir uns. Klingt, als wäre das noch nicht alles. Ach, ein andermal. Auf den neuesten Stand bringen. Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Schmeißen oder schmissen? Sobald ich Amadis gefunden habe. Okay. Also noch nicht. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Milo und ich waren gerade unterwegs dorthin. Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber... Mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh. Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Es war mir eine Ehre. Kleines Fangirl. Wird sie klarkommen, ganz allein? Ich liebe braunen Reis. Natürlich. Sie ist meine Drossel. Ja, der kocht schon deutlich länger als weißer, ne? Zum Schlachtfeld geht's hier lang. Hat aber auch mehr Geschmack. Dieses Schlachtfeld, du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten, wenn ich es brauche. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht.
Also schon eine ganze Weile. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Du hast doch gar nichts gegessen, den ganzen Tag nicht. Keine Sorge, wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Gift bei der Internet. Moin, Mr. Watchmaker. Sie kam. Ja, das Kommando hätte ich gerne. Wenn du mir sagst, wie ich das einbaue, dann mache ich das sofort. Ich habe schon mein WLAN-Kabel ausgetauscht, aber es hat nicht geholfen. Wo die Tenak die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Das ist... okay. Nicht identifiziertes Signal. Ah, ja. Verbranntes Holz, Gänseschweiß. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Das ist die Frage. Eine Waffe wie die Jäger, also wie unser Goldhabicht. Sonnenhabicht. Die Klinge ist verrostet. Die muss von der damaligen Schlacht sein. Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wie auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Mhm. Und hier oben? Schwache Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Karja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Talana, ich glaube, ich hab hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Moin, Little Option. Ja, auch nur Negatives. Hab seit Jahren keinerlei erwähnenswerte Probleme im Vodafone. Ich hatte auch über ein Jahr kein Problem. Aber jetzt, die letzten Monate ist zu viel. Hello there. Gerade mit dem Streaming. Es ist halt einfach nur noch nervig. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Da ist ein Wirbelsturm. Sieht ziemlich verlassen aus. Da ist ein Wirbelsturm. Ist das kein von uns? Okay. Wirbelsturm ist egal. Hat er die Spur jetzt verloren? Da lang. Aber wie geht's euch denn? Hattet ihr einen schönen Montag, Watchmaker, Little Option? Euch habe ich ja heute noch nicht gelesen. Uns interessieren nur Roboter. Ein Otaru. Also, was macht der denn hier draußen? Wenn man einen Fetisch auf Roboter hat, er Amadis gesehen. Ist das das richtige Fragen Game? Wir ihn. Fremde. Lasst mich raten, ihr seid Nachzügler. Wurde zurückgelassen, als die Wagen losfuhren. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Was für ein Wagen? Keine Angst. Ich bin kein Karja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Ein Kaja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Kaja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenak zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenaktkerker oder Kaja-Friedhof, je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort?
weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osseram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld, die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Aber da komme ich ja noch nicht hin. Wir müssen jetzt los. Weidmannsheil da draußen. Weidmannsheil, ja, da habe ich das schon nicht mehr gehört. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's. Der Routeraustausch geholfen. Ich habe einen neuen Router. Seit 2 Wochen. Problem nicht gelöst. Leider. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht. Vielleicht. Das ist ein Lorfass, ich wollte gerade sagen. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Vor allen Dingen stehen hier Lohe-Fässer, die explodieren. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Oh Gott. Look at it. Oh je. Aha. Was? Zähne? Also, oben an den Ecken sind Waffen, die man benutzen kann. Die Dinger da sind Haupt-Upgrade-Rohstoffe. Sieht aus wie ein Panzer. Ich glaube, die Inspiration ist auch dieser Panzersaurier mit dem, mit dieser dicken Knochenwucherer am Schweif. Hast du wahrscheinlich schon alles versucht, wie Breitbandtrennung, EC, alles. Das Problem ist technologischer Natur. Da muss Vodafone tatsächlich eingestehen, dass sie doof sind. Die Reichweite von diesem Ding ist ja mal richtig groß. Jetzt fängt der Spaß an. Oh, die buddeln sich ein. Ei, ei, ei. Der wirft Schneebälle. Die Entwickler, ey, die haben so ein Rad ab. Gib mir deine Waffe. Wow. Gib mir deine Waffe. Ankylosaurus, wenn das der ist, dann ja. Also die Inspiration ist von denen relativ klar differenziert. Also man sieht so ein bisschen Dinosaurier und dann wieder aktuell vorhandene Tiere. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Was heißt denn benutzen? Ich bin von eben noch im Sprachchannel. Danke, Hallo, Bad Gamer. Vielen Dank für den Reset. Ist soweit. B
BTW, du bist im Discord in einem Sprachchannel. Absicht? Was ist bald soweit? Upgrade. Abnehmbar Energieschild. Schwach gegen Gift. Einsetzbare Waffe. Das war falsch. Komm her. Hauptsache der. Ja, das hat ja super geklappt. Schon. Seine eigenen Eiskristalle jucken den gar nicht. Oh fuck. Ei, willst du eine Pizza? Geh weg! Boah, ist das ein Drecksvieh. Woo! Okay, das ist definitiv unser erster großer Gegner. Bald kommt das Kind. Sind ja nur 4 Monate. Ach so. Naja, 4 Monate. Da kann man sich jetzt mal überlegen, eine Reveal-Party zu machen, ne? Welches Geschlecht es haben soll. Aloy wäre sowas von tot. Die wäre nicht mal leicht verletzt. Die wäre einfach tot. Die wäre zu Sülze verarbeitet. Boah, Junge. Ich möchte diese Waffe haben. Kacke. Mann. Brauche die Waffe von dem. Damit kann ich abschießen. Geschlecht Otter, oder? Warum? Otter haben auch Geschlechter. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Ich geb dir Deckung, Aloy.
Die hat gerade verdammt viel Schaden an dem Ding gemacht. Ja. Wow. Welche Waffe verliert er natürlich? Die Eiswaffe, die ihm gar keinen Schaden macht. Ja, super. Das war nicht gut. Das läuft schon viel besser. Oh oh. Eieiei. Hat er seine Raketenwerfer verloren? Offensichtlich. Meine Pfeile finden dich. Ja, ja. Du bist eine Quatschtante, weißt du das? Komm schon. Geh weg! Hat sich gerade nur auf Audio und hörte, dass jemand Vader wird. Was? Ach, dass jemand Vater wird. Ach so! Nee. Das kann ich dir mit Fug und Recht sagen. Ich werde zumindest nicht, dass ich wüsste, Vater. Kann diese verkackte Kanone jetzt mal abfallen? Bitte? Oder das da? Was auch immer es ist. Komm. Ich hab den Panzerschnapper im Visier. Was denn auch sonst? Viel mehr kannst du doch gar nicht im Visier haben. Lass das. Ich erinnere mich noch an die letzten Missionen mit der immer. Die waren auch so. Immer riesen Viecher. Was? Das ist nicht das ist nicht der Ernst, oder? So ist richtig. Hacke. Mehr Munition ist unterwegs. Ich ziele so sicher, wie die Sonne aufgeht.
Kann er mit dem aufhören mit dem komischen Rumgewuchtel hier? Ach, Kacke! Trinken. Fühlt sich gut an. Boah, was ein Kampf. Na los, gehen wir in den Tunnel. Ja, was, geh in den Tunnel? Ich will erstmal das Ding hier looten. Geh in den Tunnel. Tunnel, die hat doch eine Ratte ab. Erstmal looten. Looten, heilen, nochmal looten. Muss man nur rausfinden, wo der seine ganzen Teile verloren hat. Vier Liter Eintopf. Das hält auf jeden Fall eine Weile. Ja, wie gefällt dir das Spiel bisher? Oder hast du heute erst angefangen? Nee, wir haben Freitag angefangen. Entschuldigung, ich habe die Nachricht komplett überlesen. Ich mag's. Es ist genauso wie wie Teil 1. Mit neuen Maschinen. Neuen Gimmicks. Grafisch was hübscher. Also, ich habe keinen Kritikpunkt tatsächlich. Macht echt Laune. Die nehme ich mit. Was haben wir hier? Tagebuch eines Stöberers, freundliche Handschrift. Oh, dieser Damm weckt schöne Erinnerungen. Die Gerüchte über einen gigantischen Deich führten mich hierher, in der Hoffnung, wieder einmal eine erfolgreiche Stöberstelle zu erschließen. Ja, vielleicht hatte ich auf ein Abenteuer gehofft. So packend wie meine Reise in den gefrorenen Norden. DLC von Teil 1. Aber jetzt, da ich hier bin, macht sich ein wenig Ratlosigkeit in mir breit. Selbst mit dem Blick eines Abenteuerprofis finde ich keinen Weg. Unbeschadet ins Innere zu gelangen. Geschweige denn mit einem gefüllten Rucksack zurückzukehren. Und ehrlich gesagt, alles wirkte heruntergekommen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass der Erfolg die mir lohnen wird. Moment, wurde meine Waghalsigkeit etwa von der praktischen Vernunft einer gewissen rothaarigen Nora beeinflusst? Ich glaube schon. Nachricht stammt von einem Osseran, der bei einem Da Dank bist du ja. Eine Sackgasse. Nach jemandem, den ich kenne. Wollte ich gerade sagen. Ist wohl weitergezogen. Ist das, Aber wohin bloß? Wie heißt er nochmal? Otis? Nee, nicht Otis. Otis? Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Otis? Urus? Orus? Ois? Ein Osseram. Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich weiß nicht. Diese Berge sind ziemlich steil. Da muss ich einen Weg finden. Danke, Aloy, dass du so weit mitgekommen bist. Doch ich habe genug deiner Zeit verbraucht. Bitte, nimm das. Möge es dir auf deiner Jagd helfen. Moment. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich einen Weg über die Berge finde? Ich komme zu Milo nach Steinhall, sobald ich kann. Wenn du einen Weg findest, lass eine Nachricht dort. Mach ich. Viel Glück. Milo zu Steinhall, reicht das schon? Erinnere mich nicht, dass ich da schon war. Anna scheint sehr besorgt um ihren Freund zu sein. Ich wünschte, ich könnte mehr tun.
Aber ich glaube, wir kommen zurzeit nicht an den Bergen. Man braucht eine Art Code, um die Tür zu öffnen. Offenbar kann ich zurzeit nichts machen. Ach, 2, 4, 9. Der richtige Code. Schade. Wäre lustig gewesen. Haben wir... Mutstoß. Ja, ja, ja. Sammel mehr Rohstoffe von Pflanzen. Das ist sehr praktisch. Da kämpfen wir uns mal hindurch. Die kommen in meinen Rucksack. Hello. Moin, Lonman. Einen wunderschönen Montag. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ach, jetzt bin ich quasi ganz im Süden. Ah. Okay. Topolis. Hast du einen schönen Montag, Lon-Man? Lata ist Blech auf Spanisch, das passt. Blechiopolis. Vielleicht ist das auch der Hintergedanke gewesen. Wer weiß. Ich bin jetzt auch seit gestern oder vorgestern infiziert. Mit Symptomen oder ohne? Also geht's dir gut oder merkst du das? Latas auch Dose, Wellblech und so. Laton ist Messing. Ich sag mal danke dafür, aber ich werde das wieder vergessen. Weil ich mir sowas alles nicht merken kann. Geblockierter Weg, fehlendes Werkzeug benötigt. Ich vermute mal, dass das Spiel mir dann auch die Wahrheit sagt. Und... Ich habe irgendwie das ganz dumpfe Gefühl, dass hier irgendwas Großes drin ist, was mich tötet. Offene Gewässer und so, ne? Merkt schon, aber eigentlich stelle ich mich wieder Rachen. Dann hoffe ich, dass du wirklich ganz glimpflich davon kommst und am Ende nicht viel hast. Da drücke ich dir die Daumen. Ich bin bis jetzt wirklich durchgekommen. Also wenn ich es mal hatte, dann habe ich es gar nicht gemerkt. Muss ich schon zugeben. Da ist mit einer von so einen Ottern. Oh-oh. Oh-oh. Okay. Wie tue ich denn das? Ja, es ist, eigentlich kann man jedem nur hoffen, dass wenn er es, also eigentlich, so muss ich sagen.
eigentlich hoffe ich, dass es jeder bekommt, aber mit den mildesten Symptomen überhaupt. Weil dann ist die, die Immunisierung doch am besten. Und gleichzeitig hat man dann einen Manuel Neuer, nicht Manuel Neuer, einen Thomas Müller, der jetzt zum zweiten Mal Corona hat. Auch komisch. Blockierter Weg, fehlendes Werkzeug. Ja, ich vermute mal irgendwas, womit ich länger tauchen kann, ne? Ach, schau mal einer, guck. Ich erinnere mich an gegen Hippos gekämpft zu haben. Da sind drei. Oh Gott. Hippie Hippos. Geht weg. Ich brauche keine Happy Hippos. Irgendwann werde ich schon trocknen. Was ist denn hier auf der Seite? Also ein Lagerfeuer hätte ich gerne. Dann sparen wir uns nämlich den Weg beim nächsten Mal. Hübsch ist es auf jeden Fall. Bitte was? Hallo? Was war das? Ja, ich weiß. Ich brauche aber leider deren Materialien für Upgrades. So richtig, richtig gerne mache ich das selten in Spielen. Hier war doch was. Ich sollte keinen Frost einsetzen. Ich wollte schon sagen, gibt's hier auch wieder Krokus? Antwort ja. Versunkener Schlund. Ja, das Problem, ich möchte da jetzt nicht runterspringen, weil ich glaube nicht, dass ich genug Atemkapazität habe. Niemandsland. Da fehlt immer noch Fahrlicht. Erfülle Larens Verträge. Feuerglimmer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder ist das die Pflanze? Ist das Feuerglimmer? Mal kurz gucken, ob das Feuerglimmer ist. Dann weiß ich, dass das jetzt ein Symbol hat. Hat es nämlich vorher nicht gehabt. Ja, doch. Das war in so einer Höhle drin. Yes. Yes, 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 yes. Ich muss mir merken, dass das Feuerglimmer ist. Das war's gleich mit dem Feuerglimmer. Ich kann von Lagerstelle... Nein, ich kann... Ich kann von Lagerstelle zu Lagerstelle kostenlos reisen.
Und ich kann von überall zu Lagerstellen mit Reisepaketen reisen. Das Gerus jetzt? Moment. Es ist Larend. Larens Aufträge. Ja, und Laren braucht Notizbuch. Heute Verträge. Wird ein Panzerwanderer von der angegebenen Maschinenherde eliminieren, um den Plünderern Zugriff auf Panzerwandererkisten zu verschaffen. Immer. Die Frage ist, wo sind die Panzerwanderer? Da? Ich dachte, du hattest keine Reisepakete. Kriegst du ein All-Inclusive-Reisepaket von TUI? Nein, doch, ich habe Reisepakete, aber nicht so viele. Ich habe jetzt noch 6, glaube ich. Hä? Das ist so komisch, dass der mir den Weg so anzeigt. Weil im ersten Teil konnte ich die irgendwann selber bauen. Bis jetzt kann ich das noch nicht. Kann sein, dass das irgendwann kommt, dass ich die bauen kann. Der Fuchs. Tenakt-Rebellen. Sie haben es auf die Osteram abgesehen. Schieße ich mit 3 Pfeilen daneben. Was eine Verschwendung. Zack. Sie ist so cool und unsportlich, aber die Umgebung wäre dir zu unsicher. Ja. Ja. Aber ich glaube, wenn du also jetzt nicht die wenn du nicht die Story des Videospiels nimmst, dann kannst du in den einzelnen Städten, die hier so existieren, doch relativ sicher leben. Das Problem ist eher, dass hier die Welt untergeht gerade. Hallo. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist, wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Nee. Das könnte man so sagen.
Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt ja nicht durch. Doch, ich gehe da hin. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Ich gehe da gerne hin. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim großen See im Süden. Mit viel Schott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hat der Sodbrennen oder was? Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir keine ja Wunder, aber sich in den Brustkorb halten. Hat Sodbrennen. Hoffentlich nicht. Grünwald, Elfenwald. Vibe. Schon irgendwie. Das eine sind so die Zwergenschmieder und das andere sind die Hippies. Ja, das gucke ich mir natürlich gerne an. Wenn du mir sagst, wo. Die Richtung. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist? Geld. Okay, mal sehen, was wir hier finden. Das One Piece ist hier drin. Oh, brennt bei uns zu viel Eis. Na also. So, was haben wir denn hier? Eine Energiezelle und sonst nicht viel. Aha, eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Ist kein Problem, ist eine Duracell-Zelle. Mit dem guten Adapter kriegen wir das hin. Wir brauchen nur einen Ladestecker und dann geht das. Okay. Moment. Da können wir eine Kiste rausziehen. Diese Kiste könnte nützlich sein. Die Frage ist aber wo? Da geht's rauf. Machen wir mal den Kristall weg. Rums. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Okay, was haben wir hier? Hier ist irgendeine Art Gerät. Hier ist der Gerät. Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. Wahrscheinlich kann man hier die Mauer... Da ist die Mauer. Very good. Da kann man den wahrscheinlich aufladen. Anscheinend braucht das Ding Energie. Könnte... Was? Wo denn? Heute Abend? Nach Feierabend im Seeung-Museum? Ah, das ist deine Party, oder? Gut. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Sich die ganze Party geheim? Ich meine, wir stürmen deinen Arbeitsplatz. Nicht stürmen. Ich organisiere die Pionierparty des Jahrhunderts mit einer passenden Ausstellung.
Aber jetzt unter uns mit dem VIP-Code 2204. Wird nützlich sein. 2204. Aloy ist wirklich stark. Also. Nicht zu verachten. Okay, ist das der Akkulader? Das Ding in der Wand braucht wohl Strom. Aber eine leere Energiezelle wird nicht viel ausrichten. Das ist nicht der Akkulager. Vielleicht das hier? Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Na also, es hat die Energiezelle geladen. Auch wenn ein Handy-Akku nicht nur auch so schnell laden würde. Das wäre super. Oh. Das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich muss sie wieder aufladen. Ich hab schon gedacht. Das ist so einfach. Kann ich die werfen? Die Energiezelle ist wieder leer. Ich muss sie aufladen. Ah. Bisschen rum. Nicht außen rum. Moment. Vielleicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Aber was? Da ist eine Kiste. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Das sitzt fest. Das jetzt fest ist, aber relativ. Schade. Also rein praktisch könnte die sich da festhalten, aber die will nicht. Nix. Meine Bitrate ist gerade auf 12.000 gesprungen. Was?
Eine Art Schloss für die Tür. Es braucht wohl Strom. War das jetzt... War das jetzt das, was man machen soll? Ich muss die aufgeladene Energiezelle übers Wasser kriegen, aber wie? Naja, du packst die halt hier drauf, die Energiezelle, und schiebst das rüber. Hauptsache, jetzt ist der Controller schon schwach. Also, die Akkus der PlayStation 5 Controller sind traurig. Ja, aber Moment. Das ist ja echt mal das Rätsel des Jahrhunderts. Damit sollte es gehen. So, jetzt sollte das Schloss an der Tür Strom haben. So, wieder hochklettern. Der Weg funktioniert nicht. Ich wusste nicht, dass es in Horizon sowas gab. Doch, doch, doch. Ja, du hast hier eine ganze Menge Rätsel tatsächlich. Die Tür ist wohl verschlossen. Vielleicht führt noch ein Weg rein. Ja, die andere Seite. Was ist das denn jetzt? Dann halt wieder so. Zack, 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 zack. Okay, das Ding hat jetzt Strom. 2202? Nein. Das war nichts. 2204? Geschafft! Das war's. Noch eins dieser Relikte. Ich behalte das mal. Könnte ich später noch gebrauchen.